Deutschtest für Zuwanderer. Modelltest. Hören. Dieser Test hat 4 Teile. Sie hören Ansagen und Gespräche. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Hören Sie dann den Text dazu. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Sie hören jeden Text nur einmal. Sie hören jetzt Ansagen am Telefon oder per Lautsprecher. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Beispiel: Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten halten die Züge der Linien U1 bis U3 sowie die Züge der S-Bahn heute nicht am Ostbahnhof. Fahrgäste zum Ostbahnhof werden gebeten, an der U- und S-Bahn-Station Zoo auszusteigen. Dort können Sie in die Buslinien 32 oder 33 oder in die Straßenbahn Linie 14 Richtung Ostbahnhof umsteigen. Nummer 1. Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter des Museums für Weltkulturen. Wegen Bauarbeiten gelten bis Ende des Monats geänderte Öffnungszeiten. Diese sind mittwochs bis freitags 12 bis 17 Uhr, am Wochenende 15 bis 18 Uhr. An den anderen Tagen der Woche und abends ist das Museum leider geschlossen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. Nummer 2. Guten Tag, Frau Schmidt. Hier ist das Sekretariat der Karl-Schurz-Schule. Da der Klassenlehrer, Herr Stein, krank geworden ist, müssen wir leider den Elternabend morgen verschieben. Herr Stein hat uns mitgeteilt, dass er nächste Woche wieder gesund ist. Der Elternabend findet dann in der nächsten Woche statt. Den genauen Termin teilen wir Ihnen Ende der Woche mit. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nummer 3. Guten Tag, Frau Kim. Hier ist Peter Meyer vom SB-Einkaufszentrum. Wir hatten doch für nächsten Dienstag einen Termin für Ihr Vorstellungsgespräch. Leider bin ich am Dienstag geschäftlich im Ausland unterwegs. Passt Ihnen auch der 18. Dezember um 9.30 Uhr? Ich bitte Sie, mir telefonisch Bescheid zu sagen oder zu mailen. Meine Nummer haben Sie ja. Meine Mailadresse ist meyer@sb.de. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Nummer 4. Guten Tag, Herr Kauer. Hier Zahnarztpraxis Dr. Böhme.
Sie waren letzte Woche wegen einer Behandlung bei uns, hatten aber nicht genug Geld dabei, um die Praxisgebühr zu bezahlen. Wir möchten Sie bitten, die 10 Euro in den nächsten Tagen bei uns vorbeizubringen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt Ansagen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nummer 5. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Frühling an. Heute war es noch etwas kalt, aber morgen steigen die Temperaturen auf 15 bis 21 Grad. Und so bleibt es auch am Wochenende, sonnig und warm. Erst ab Montag kann es wieder etwas regnen. Richtiges Aprilwetter. Nummer 6. Und hier die Verkehrshinweise. Achtung, Autofahrer auf der A67 Darmstadt-Mönchhof. Auf dem Mönchhof-Dreieck liegt ein Reifen auf der Abfahrt zur A3. Vorsicht auf der A659 Viernheim-Weinheim. Zwischen Viernheim und Viernheim Ost fährt ein Radfahrer auf der Fahrbahn. Nummer 7. Die Radio Pop FM Gewinnshow. Heute fährt den ganzen Tag ein Auto von Ihrem Sender Pop FM durch Köln. Auf diesem Auto ist ein großes Radio. An diesem Radio befindet sich ein großes Schild. Ihre Aufgabe? Rufen Sie uns an, sagen Sie uns, was auf dem Schild steht und Sie können gewinnen. Und was? 2 super Eintrittskarten für die Pop FM Disco Party. Und jetzt geht's weiter mit den neuen CDs der Woche. Heute mit dem neuen Album von... Nummer 8. Liebe Hörer, das Wetter ist schön und so gibt es auch heute Abend wieder Kino im Güntersburgpark. Wir zeigen Ihnen den Klassiker The Rocky Horror Picture Show und vorher noch 2 Kurzfilme mit bekannten Schauspielern. Lassen Sie sich überraschen. Heute Abend ab 20 Uhr. Und noch ein Hinweis. Das Café im Park hat heute leider geschlossen. Sie können also kein Essen und keine Getränke bekommen. Nummer 9. Liebe Hörer, wir möchten Sie auf eine Programmänderung hinweisen. Unser Gesundheitsmagazin mit Tipps für gesunde Ernährung muss wegen einer aktuellen Reportage zur Bundestagswahl heute Abend leider ausfallen.
Unsere Tipps für gesunde Ernährung können Sie morgen Abend um 21 Uhr hören, direkt nach dem Sportjournal. Sie hören jetzt mehrere Gespräche. Zu jedem Gespräch lösen Sie zwei Aufgaben. Bitte kreuzen Sie die richtige Antwort an. Beispiel: Guten Tag, ich habe eine Reklamation. Ich habe letzte Woche einen MP3-Player gekauft und er funktioniert überhaupt nicht. Was ist denn nicht in Ordnung? Naja, 2 Tage hat er funktioniert, aber seit heute geht er nicht mehr an. Schauen Sie, wenn ich auf den Knopf drücke zum Einschalten, passiert nichts. Stimmt. Ich probiere mal eine andere Batterie. Ja, Sie haben recht. Gut, wollen Sie ihn umtauschen? Ich würde gern etwas mehr bezahlen und einen anderen kaufen. Einen MP3-Player mit Radio und mit größerem Display. Kein Problem. Ich gebe Ihnen einen Gutschein. Suchen Sie sich ein anderes Modell aus. Nummer 10 und 11. Entschuldigung, ich möchte mich hier in Bockenheim anmelden. Könnten Sie mir bitte beim Ausfüllen des Formulars helfen? Natürlich. Was ist Ihnen nicht klar? Also, neue Wohnung ist klar. Was bedeutet bisherige Wohnung? Das ist Ihre alte Adresse. Danke. Und dann steht hier noch, wird die bisherige Wohnung beibehalten? Hier müssen Sie Ja ankreuzen, wenn Sie Ihre alte Wohnung nicht gekündigt haben, wenn Sie also 2 Wohnungen haben. Okay, ich verstehe. Dann trage ich hier Nein ein. Mhm. Ich bin ja aus meiner alten Wohnung ausgezogen. Nummer 12 und 13. Hallo Julia, erzähl mal, wie war der Kindergeburtstag? Am Anfang super. Marcel hat sich wahnsinnig gefreut. Fast alle aus seiner Klasse waren da. Wir haben Kuchen gegessen, Spiele gemacht und Lieder gesungen. Und das Wetter war gut, obwohl der Wetterbericht gesagt hatte, dass es regnen würde. Und dann? Weil du gesagt hast, am Anfang. Naja, Marcel hat zu viel Kuchen gegessen und gegen Abend war ihm sehr schlecht. Aber heute geht es ihm schon wieder besser. Dann ist ja gut. Schade, dass ich nicht kommen konnte. Warum musst du auch immer am Wochenende arbeiten? Nummer 14 und 15. Guten Tag, Frau Arias. Sie möchten also bei uns arbeiten? Ja, ich habe Ihre Anzeige gelesen und würde gern wieder als Friseurin arbeiten. Sie haben in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie in Spanien bereits als Friseurin gearbeitet haben. Ja, 3 Jahre.
Dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe hier geheiratet und musste mich um meine Tochter kümmern. Aber jetzt würde ich gern wieder arbeiten. Gut, Frau Arias. Was ich Ihnen gleich sagen muss, wir suchen jemanden, der nicht nur montags bis freitags, sondern auch jeden Samstag arbeiten kann. Das ist für mich kein Problem. Wie sind denn die Arbeitszeiten? Wir fangen morgens um 10 Uhr an und schließen abends um 19 Uhr. Würde das gehen? Ich meine, Sie haben doch ein Kind. Ja, das ist auch in Ordnung. Mein Mann arbeitet zu Hause. Er ist flexibel. Nummer 16 und 17. Hi, Lola. Hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Heute kann ich nicht. Was hältst du von nächstem Dienstag? Dann ist in vielen Kinos Kinotag. Der Eintritt ist dann billiger. Okay, das ist eine gute Idee. Weißt du schon, welcher Film interessant ist? Nein, ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Schauen wir doch mal in der Zeitung oder im Internet nach. Dort gibt es Filmtipps. Ja, machen wir das. Wir haben ja noch etwas Zeit, uns zu entscheiden. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Lesen Sie zunächst die Sätze A bis F. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Entscheiden Sie dann beim Hören, welcher Satz zu welcher Aussage passt. Heute wollen wir mit Studiogästen über Einkaufen im Internet diskutieren. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Tipps können Sie geben, damit Einkaufen im Internet Spaß macht? Beispiel: Nun, eine Statistik, die ich gelesen habe, zeigt, dass Einkaufen im Internet immer beliebter wird. Es ist bequem, man muss nicht stundenlang in der Schlange stehen, wenn man etwas kauft oder etwas umtauschen will, man muss keinen Parkplatz suchen. Immer mehr Menschen finden das toll. Es gibt aber auch Gefahren, obwohl die immer noch zu wenig gesehen werden. Nummer 18. Das stimmt. Ich habe mir eine Kamera im Internet bestellt. Sie war super billig. Das Bezahlen war kein Problem, aber seit einem Monat geht sie nicht mehr. Und als ich sie umtauschen wollte, hat die Firma das abgelehnt. Die Firma sitzt im Ausland und auf ihrer Internetseite steht irgendwo ganz klein geschrieben, dass es keinen Umtausch für Lieferungen ins Ausland gibt. Und das habe ich nicht genau gelesen. Ich habe einfach Ja geklickt. Naja, Pech gehabt. Also, alles genau durchlesen, bevor man bestellt.
Nummer 19. Ich finde auch, dass Einkaufen am Computer bequem ist. Aber ich finde es wichtig, erst zu zahlen, wenn man die Ware bekommen hat, und zwar mit Rechnung. Das ist einfach viel sicherer, auch wenn der Verkäufer dafür ein paar Euro mehr haben will. Wenn ein Händler das ablehnt, dann ist bestimmt etwas nicht in Ordnung. Und dann kann man ja einen anderen Verkäufer suchen. Nummer 20. Man bekommt Sachen viel billiger im Internet. Ich habe mir meinen Fernseher online bestellt und bin zufrieden. Mein Tipp? Schauen Sie im Internet immer nach, ob Sie Informationen zum Verkäufer finden. Was ist das für eine Firma? Welche Note geben ihr andere Kunden? Ich habe das bei meinem Fernseher so gemacht und habe nichts Negatives gefunden. So kann man Probleme vermeiden und Internet-Einkauf kann Spaß machen. Ende des Tests hören.